Basler Verkehrsbetriebe planen bis 2027 die ganze Busflotte durch Elektrobusse zu ersetzen. So wird die Busflotte moderner und umweltfreundlicher. Die BVB setzt mit dem auch einen Auftrag vom Kanton Basel-Stadt um, die Busflotte bis 2027 mit 100% erneuerbarer Energie zu betreiben. Die BVB hat verschiedene Antriebstechnologien geprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass der E-Bus für das BVB-Netz ideal ist. Er ist umweltfreundlich und von den geprüften Antriebstechnologien langfristig die wirtschaftlichste Lösung. Er hat eine hohe Energieeffizienz. Eine einjährige Testphase hat gezeigt, dass der Energieverbrauch viel tiefer ist als erwartet. So wird zum Beispiel durch Stop and Go im Stadtverkehr die Bremsenergie zurück in die Batterie geladen. Das erhöht die Reichweite und die Einsatzdauer erheblich. Der E-Bus verursacht auch keine Abgas- und weniger Lärmemissionen. Die E-Bus-Flotte braucht eine komplett neue Ladeinfrastruktur. Der Ladevorgang wird mit einem sogenannten Pantograph gemacht, der in die Ladestation eindockt. Falls nötig, können die Batterien in 30 Minuten aufgeladen werden. Die grossen Ladekapazitäten sind in der Garageschrank. Dort werden die Busse in der Nacht geladen. Zusätzlich werden an 5 Endhaltestellen von der langen Linie Ladestationen aufgestellt. Dort können die Busse schnell nachladen. 2022 bekommt die BVB eine Teillieferung von 62 Elektrobussen. Dazu kriegt Linie 50 mehrere 25 Meter lange Elektro-Doppelgelenkbusse, die Platz für noch mehr Fahrgäste bieten. Bei der zweiten Lieferung von 64 E-Bussen im 2027 ist zu erwarten, dass sich die Kapazität der Batterien und damit die Reichweite nochmals vergrössert. Für die Gesamterneuerung der Busflotte muss die mittlerweile veraltete Garageschrank neu gebaut und auf die Anforderungen der E-Bus-Flotte ausgerichtet werden. Sie müsste aber auch unabhängig davon neu gebaut werden. Im Jahr 2027 wird die neue Garageschrank in Betrieb genommen. Während der Bauzeit wird die Halle 3 von der Messe und das ehemalige BASF-Areal im Glibeck zum BVB-Depot umfunktioniert. Gibt der grosse Rot vom Kanton Basel-Stadt grünes Licht für die Beschaffung, ist Basel die erste grosse Stadt in der Schweiz, die ein ÖV-System mit 100% erneuerbarer Energie betreibt.